Matthias Tanzt, Salzburger Restaurant on Stage, Kunst und Wissenschaft im Dialog. Insgesamt war das Projekt meine Zusammenarbeit im Wesentlichen zwischen dem hiesigen Museum und dem Salzburger Landesinstitut, aber es waren über die Vorarbeiten der Jahre sowohl bei Thomas Hörl als auch am Landesinstitut für Volkskunde weitere Institutionen und Museen und Universitätsinstitute daran beteiligt. Der eigentliche Dialog zwischen Kunst und Wissenschaft ist eben vor allem mit Thomas Hörl geführt worden, der von der Kunstuniversität am Schillerplatz kommt und derzeit auch Lektor an der Kunstuniversität in Linz ist. Thomas Hörl hat eben dann zusätzlich für dieses Projekt in den historischen Teil eingegriffen und hat Interventionen und Collagen und Interpretationen dazu gestaltet, die einen Bogen schlagen. Er schlägt damit vor allem den Bogen von seiner gegenwärtigen Arbeit zu den historischen Bildern und Texten, weil diese historischen Bilder ja auch bereits Interpretationen des Brauchgeschehens aus verschiedenen Blickwinkeln der Stadt, der Politik und auch des Tourismus darstellen. Warum heißt das Buch und die Ausstellung Matthias Tanzt, Salzburger Restaurant on Stage? Matthias Eder ist eben eine der auch persönlich fassbaren Figuren. Matthias Eder ist 1939 vom Phonogrammarchiv der Akademie der Wissenschaften gefilmt worden. Sie sehen den Film drinnen auf der Bühne von Thomas Hörl. Er hat also immer die einzelnen Schrittfolgen getanzt, dann ist ein Insert gekommen. Diesen Film, der ein Ausgangspunkt immer war für die Arbeit von Thomas Hörl, der das Ganze interpretiert und überarbeitet hat. Thank you.
Salzburger Atelier wünsche euch einen Rhein, einen Fried und einen Sumpf.